Herzlich willkommen hier zurück bei Ironsoft Bioshock Infinite. So, wie versprochen, sind wir auf dem Luftschiff, um die nächste Etage zu betreten, ja. Für mich ist dieselbe Aufnahmesession, aber für euch nächste Folge. Jetzt werden wir gleich mal sehen, ein Deckner. Was erwartet. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. So. Gewehr, ich liebe das Gewehr total. Da hinten ist einer. Schon gesehen. Okay. Hier wäre jetzt der andere Eingang. Okay, gut, gut, gut. Ich dachte, hier wäre sonst irgendwas. Ja. Okay. Was? Elizabeth! In Ordnung! Jetzt! Bitte sehr! Nein! Ich hab krass. Mach! In Ordnung! Ich finde schon was! Öffnen! Wir haben den Decken. Seht zu, dass ich noch was finde. Okay, Mist, die Munition geht mir auch hier zu Neige. Oh. Oh.
Okay. Halt. Ich sollte auch nachladen. Okay, gut. Wir haben es erstmal. Soweit. Puh. Okay. Hier. Läuft, läuft, läuft. Und Lockpicks, den kann ich nicht aufheben. Oh, der hat einen Teil verloren, so wie es aussieht. Beim Schießen haben sie ein leeres Clip, eine 40er Chance auf automatisches Füllen ohne nachzuladen. Okay, ja. Wenn Gegner einen Nahkampfangriff machen, ist es schon okay. So, nehmen wir die wieder. Okay. Gut. Was haben wir hier? Medizin. Ah, ist egal, wir durchsuchen. Wir gehen mal hier weiter. Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Okay. Schadenerhöhung. Hm. Wie man sieht, habe ich immer nur die zwei selben Waffen. Nee. Gibt's nix? Andere Seite? Nee. Okay, dann mal abholen. Du willst einen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Mal die Tür. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir. Okay. Eins, zwei, irgendwo noch eine drei? Nö. Okay, na gut. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch: Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt.
Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt! Lassen Sie mich! Los, frag den falschen Hirten! Sag's ihr! Sag's ihr, falsche Hirte! Sag ihr die Wahrheit! Meine Hand. Ach, sie ist deine Tochter, du Dreckskerl! Und du hast sie im Stich gelassen! War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein. Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur zerstören? Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Okay. Puh. Ja, mit dir reden können wir leider nicht. Okay, sie kommt. Schon mal mit. Das ist schon mal sehr gut. Puh. Verschlossen. Okay, noch so ein goldener. Käfig. Achso. Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Cage! Käfig auf Englisch! Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Booker! Hast du das vorhergesehen, alter Mann? Wir müssen uns bereit machen. Hast du das vorhergesehen, Kopf? Du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Was machst du denn? Wir müssen ihn ansingen. Ihn ansingen? Elizabeth, hör auf! Es sind Musiknoten, Booker. Ein Lied! Mich beschützen. Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Bitte. Los. Los. Los, los, los. Booker, er hilft uns. Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen. Vorsicht, Raketen! Okay. Mist, da komme ich nicht rauf. Du kannst jetzt befehligen. Wie denn? Booker, sag ihm wohin! Hey, sie sind Soldaten, nur Hunde sollten geprügelt werden. Und ihr erhobt euch und nahmt ihnen diese Stadt. Und was wollt ihr? Booker, da drüben, die Vox! Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Ich lass dich ausrücken.
Abschuss. Gut. Schon hoch. Stirb doch mal endlich alle. Booker, Songbird ist bereit. Greif den Zeppelin an. Warte. Munition, hier. Danke. Übelst, wie das Ding zerlegt. Nein. Oh!
zurück, Booker. Hol das Kampfschiff runter! Genau. Hier, das wird helfen. Also. Sorry, mehr habe ich nicht. Ziel nicht erreicht. Ach, unser Luftschiff. Wie soll ich das denn hinkriegen? Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Du kannst jetzt... Ach so. Booker, sagst du Hubert, wo er hin soll? Booker, Kampfschiffe! Achtung! Ach so, verstehe. Jetzt muss ich hier... Öffnen! Fertig! Booker, da drüben, die Vox! Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Songbird ist bereit. Los. Schon dabei. Bro. Da drüben. Ich lass dich aus. Schnell. Hier, Booker. Schön. Halte dir auf. So. Sie sind auf dem Transporter. Los! Hier! Hier, das wird helfen! Mist! Nein, 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 nein! Platz machen! Motorisierter Patriot! Sag, wo er hin soll! Das Kampfschiff, los! Nachladen! Booker, Songbird ist bereit! Du bist tot, Schwein! Munition. Den Zeppelin, los! So, fertig, das Teil. Ich hab Munition!
Ja, her damit. Fällt mir überhaupt nicht. Oh, das war doch gar nicht so übel. Okay, nochmal ein Salz. Puh. Okay, geschafft. Okay, da ist das Schiff. Booker, komm her! Was ist? Hör zu, mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles.
Okay. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Wo ist er? Ist ja gut. Ich bin hier. Lass los. Gut. Elizabeth. Wir sind ein Raptor. Es tut mir leid. Dein Big Daddy, dein... Was ist das hier? Elizabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm! Ja, hier lang! Was Comstock über deinen Finger sagte. Gibt es hier eine Antwort? Weißt du... Hier runter! Nicht, dass noch ein Big Daddy kommt. Hierher, Booker! Hier sind wir richtig. Wieso? Was ist denn los, Elizabeth? Was meinst du damit, ein Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Okay. Ja, das ist doch die Kapsel, wo man im ersten Teil hergekommen ist. Das werde ich vermutlich bereuen. Oder sehe ich das falsch? Eine Stadt auf dem Meeresgrund? Lächerlich. Naja. Ich kann mit Elizabeth nicht reden. Okay. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Okay. Komm, es ist hier lang. Komm! Kriegst du sie aus? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt der her? Okay. Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Okay, ich öffne die Tür. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Okay. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders.
Konstante und Variable. Ja. Ach so, ich darf jetzt entscheiden, wo lang wir gehen. Hier, gehen wir erst links entlang. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Rennen kann ich nicht. Okay. Moment mal. Das kenne ich hier. Es hier war ich nicht schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Kann ich nicht nur mit ihr reden und weggehen? Nee, ich will nicht deine Hand nehmen. Ach, Mann, ey. Nee, ich kann auch keine Taufe akzeptieren, das geht nicht. Oh mein Gott, ey. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Ja. Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Nein! Was soll denn das? Gehen Sie weg! Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen! Ein nach Paris! Ich will bloß hier raus! Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein! Er war hier. Hier lang. Okay. Na gut. Und meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Nee. Oh nee, das ist ja voll scheiße. Ey, Kackgame. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist.
Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Was habe ich für eine Wahl? Mr. Comstock spricht sich von ihren Sünden frei. Ja, und jetzt, das war's. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Aber so hat's doch angefangen. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Okay. Hey! Hey, ich spiel nicht mehr mit, hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus! Geht sie zurück! Geht sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Nein, du bleibst schon nicht hängen! Komm! Mir ist eben einfach nicht wohl dabei! Dir wird noch viel unwohler sein, wenn du jetzt nicht kommst! Wenn ich da drin hängen bleibe, wird es sehr lange dauern, bis wir uns wiedersehen. Du bleibst nicht hängen, ich verspreche es! Das kannst du mir nicht versprechen! Wir verlieren unser Fenster! Ich warte, danke! Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist soweit, los! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! So hat sie ihren Finger verloren. Das ist seine Tochter. Anna! Anna? Nein. Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Okay. Ich wusste bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er? Anna. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Hm. Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Hm. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, siehst bringen du? Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte und zusammen. Tilgen Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Okay. Das ist jetzt krass.
Und die will nichts mehr sagen? Also. Puh. Nein, sie will nichts sagen. Bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt, bist du bereit Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles, was war, zurückzulassen? Du bist nicht. Tisch zu machen, wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Versteck ihn in seiner Krippe. Versteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Bin ich ein wenig sprachlos. So, ja. Jetzt ist das Game vorbei. Okay, gut. Ja, wir sind tot. Okay. Jetzt bin ich ein wenig platt vom Ende. Muss ich ja zugeben. Also war ich jetzt sozusagen jeder Bösewicht, den wir platt gemacht haben. Und, ja, okay, gut. Na gut, ja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, uns erstmal hier zu verabschieden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, ja. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute und bleibt bis zum Ende dran, da kommt noch was, ja. Also, ja, bis dahin erstmal ciao, ciao euch. This is fine. It's that one line I don't. Yeah. Well, he'll figure it out. That's what I'm saying. Went back home, Lord. My home was lonesome. Yeah. Went back home, Lord. My home was lonesome. All my brothers. See, but then now it's too short. Now it's one too short. Because then it goes, what a home. So here, we'll play it one more time. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters cried. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. So sad. Lonely. We're just missing a line. We'll get the actual. Nothing else. Can we run it through this video? There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the circle by or by.
Slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, there's like, well, otherwise there's just like an abrupt ending, right? All right. What I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it 4/8 worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. Yeah, no, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure. Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. He gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Who do you want, Joplin? Rip. Yeah, Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Anna? Anna, bist du das?